Hier hat man auch nochmal Steine in Masse. Aber dass es auch immer so Faktoren gibt, die einen ausbremsen. Wie mit dem Nenfill. Es wäre halt schön, wenn ich irgendwann in die Stelle komme, wo ich quasi mit dem Fingerschnipsen, also per Blaupause, ist für mich Fingerschnipsen, das in Auftrag gebe und quasi ein paar Sekunden später ist das Ding durch. Aber nein. Es will halt nicht ganz so, wie ich das gerne wollte. Das ist auch interessant, warum der... Das muss ich nicht verstehen. Okay. Ja, das ist genau der Weg, den ich dann hier auch bestreiten muss. Also ein bisschen Nenfill muss er ja nur noch. Ich kann ja schon mal antesten. Nee, er wird es noch nicht bauen. Das ist das, was mich nervt. Es hängt an diesem bekloppten Nenfill. Was hier bald leer gesaugt ist. Habe ich denn hier eigentlich die Drohnenproduktion? Da. Okay, das ist hier fett genug eigentlich. Was ich sagen kann. Ich möchte hier 50. Sage ich hier 150 und die lasse ich mir mal anliefern. Da breche ich mir keinen Zacken aus der Krone. Wenn ich jetzt hier in die Endgame-Base manuell nochmal ein paar Drohnen hinbringe. Solange die Fabrikation hier, naja, sagen wir mal, gemächlich läuft. Das ist irre, also wirklich wie. Das funktioniert alles. Es ist. Plast ist eins durchgerückt. So, schicken wir den einfach mal wieder zurück. Der hat jetzt 150. Wie viel hat er denn jetzt noch hier zu machen? Über 600.
So, soll er doch mal zusehen, wie er das baut. Warum ist hier? Ah, verstehe. Weil kein Landfill, weil keine Wissenschaft mehr, brauche ich keinen Stein mehr. Das ist natürlich suboptimal. Ich warte jetzt einfach mal den Angriff hier ab. Mein Spider-Tron läuft eh noch. Also auch da kann man so jetzt nichts erwarten. Einfach abgewehrt. Kann man nicht meckern. Ja, ich könnte es wirklich so machen, dass ich hier das Gleis dann runterlege und sozusagen mit dem Beginn der Produktion auf dieser Höhe hier anfange. Tja, schwierig. Also, ja, ich habe ja gesagt, ich mache mir Gedanken, aber ich mache mir jetzt zur Zeit woanders drüber Gedanken. Von daher gesehen kam ich da jetzt nicht dazu, mir Gedanken zu machen. Über dieses Thema hier jetzt gerade nervt natürlich mich auch ein bisschen, das gebe ich zu. Aber was soll ich machen? Oh. Ist wieder ein bisschen Hin- und Her-Rennerfolge heute, habe ich das Gefühl. Um den Tag der deutschen Einheit rum. Darf ich ja Urlaub. Werde ich sicherlich auch die Woche mal abends streamen. Und da werde ich mich auch definitiv der Ölindustrie annehmen, wenn das mit diesem Plaste jetzt so ein schwerwiegendes Problem ist. Also schwerwiegend Problem bedeutet für mich schon, wenn ich nicht schnell genug die benötigten Mengen herstellen kann. Und es dazu Zurückstaus und so weiter und so fort kommt. Aber Logistiker sind durch. Die müssten jetzt also eigentlich hier reingehen. Visa ausschweren. 200 weitere drin und wupp. Weg. Einfach weg.
Ja, die fliegen da wirklich genau drüber. Das ist für mich ziemlich beschissen. Und es gibt immer noch Punkte, die hier bedeckt werden müssen. Och, Mano, ey. So. Und da schon mal die Erweiterung hin, auch wenn ich weiß, dass mich das erstmal wieder eine Menge kosten wird. Jetzt viel für diesen Engpass, den hatte ich jetzt nicht im Kopf mit dem Lenfell. Also 64k passen da rein und ich habe 42. Also so 20k noch, die da noch produziert werden müssen. Hier das mit Lentfisch schon mal zu. Ich habe ja hier auch schon angefangen mit Lentfisch zu machen, also shit happens. Ja, so, müssen wir das mal machen. Weil theoretisch kann das ja gar nicht so schnell abtransportiert werden, wie es produziert wird. Ja. Weil die Drohnen fehlen. Schwierig. Das nervt mich aber wirklich jetzt hier gerade. Dass ich nicht vorankomme, weil dort Sinn verfehlt.
Verteidigung Not. Ah, das ist der nächste Punkt. Okay.